St. Anton am Arlberg startete in die Wintersaison. Und die passende Message zum Auftaktkonzert lieferten die Interpreten höchstpersönlich. Ray Garvey im Fahrstuhl gerade kennengelernt, also wir haben es schon mal einmal gesehen und wir haben gesagt, das wird ein irischer Abend. Neben den beiden irischen Vollblutmusikern Michael Patrick Kelly und Ray Garvey heizte auch die Band Lion's Head rund 3500 Besuchern ordentlich ein. Für den erkrankten Musiker Gregor Meile ist spontan sein Freund, der irisch-amerikanische Sänger und früheres Mitglied der Kelly Family, Michael Patrick Kelly, eingesprungen. Künstler, ein Freund von mir, Gregor Meile, krank wird und man Zeit hat, dann muss man auch irgendwie einspringen, finde ich. Und das war ja eine tolle, spontane Aktion. Geboten hat der Künstler selbst geschriebene Songs aus seinen zwei veröffentlichten Alben. Also ich werde heute Abend mit meiner Band viele Lieder aus meinem letzten Album Human spielen, aber auch zwei, drei so Kelly-Klassiker und ein, zwei etwas neuere Stücke. Neben dem Musikalischen sprach der gebürtige Ire auch von einem Cut, den er in seinem Leben gemacht hat und von der Motivation, wieder auf die Bühne zurückzukehren. Die 6 Jahre im Kloster haben mich zutiefst geprägt. Es war eine Zeit der Verinnerlichung. Ich war ein sehr extrovertierter Mensch. Und wenn ich in der Öffentlichkeit bin oder privat, bin ich auch sehr outgoing, sagt man auf Englisch. Aber es hat den inneren Menschen in mir wach gemacht und ich konnte wirklich entdecken, wer ich wirklich bin und auch die Beziehung zu Gott, also dieses Dialog, dieses Zwiegespräche sozusagen vertiefen und das ist das Fundament meines Lebens, also auf den Glauben ruht meine ganze Person und die 6 Jahre waren dafür perfekt. Und die Fans dürfen sich freuen. Pünktlich vor Weihnachten werden die Termine für die Tour 2017 bekannt gegeben. Es sind Termine in Österreich vorgesehen, ich darf die nur nicht jetzt sagen. Aber ich glaube, dass es vor Weihnachten noch offiziell herauskommen wird. Ja. Als naturverbunden beschrieb sich nicht nur Michael Patrick Kelly, sondern auch Ray Garvey, wobei sich einer von beiden als Wintersportfan und der andere als Sommersportfan outete. Ist es nicht, sind Sie Skifahrer oder Snowboarder? Oder Snowboarder, muss man dazu sagen. Telemarker oder was auch immer heutzutage. Also ich bin kein Langlaufer, ich bin auf jeden Fall Snowboarder. Ich bin kein großer Skifahrer, ich bin mehr so ein Wanderer. Ich gehe gerne einfach in die Natur, schalte das Handy aus und versuche, in die Realität zu kommen, die Sinne einfach sich ansprechen zu lassen von der wunderbaren Natur, von der Schöpfung. Und ja, das ist wie Medizin. Das gut 4-stündige Auftaktkonzert begeisterte jedenfalls tausende Besucher. Wir fragen nach, wie denn eigentlich die Songtexte entstehen. Im Moment, was mich prägt, ist wirklich so das Leben an sich. Ich habe vieles erlebt und frage mich auch, was noch kommt. Und man muss nur die Augen aufmachen, um so wirklich die Inspiration zu finden. St. Anton zeigte sich jedenfalls begeistert. Aber nicht nur die Veranstalter und Besucher, auch die Interpreten.